Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute in Kerstins Bastelstube von Kreativ-Reich, die Kekerplauderei. Wir basteln maritime Deko. Die Kerzen habe ich euch gezeigt. Kerzenständer in Edelrostoptik. Die Fische, Möwen zum Basteln gibt es. Und die Windlichter. Windlichter, Vasen, Dekogläser mit Kies oder Sand auffüllen und anderen Tipps und Tricks. Und dann Upcycling gebastelt. Lasst euch mal überraschen, wie einfach und simpel das geht. Und es gibt dann immer wieder neue Ausführungen. Einfach gemacht, simpel gemacht. Wie gesagt, in Upcycling. Auch die anderen Sachen sind in Upcycling gefertigt aus abwaschbaren Tischdecken. Also sind sie wetterfest. Die passende Deko dazu für Haus und Garten, Balkon, Terrasse findest du am besten auf meiner Startseite kreativ-reich die Kekerplauderei. Da ist eine kleine Leiste und da steht Playlist. Anklicken und dann habe ich die ganzen Sachen geordnet. Ob jetzt maritime Deko, wetterfest, Garten, Terrasse, Balkon, Außendeko, Beton, Edelrost, Weihnachtswerkstatt, Ostern, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Kostüme, Häkeln, Stricken, Basteln für und mit Kinder, Marionettenworkshop, Erzählfiguren, Krippenfiguren und. Das findet man da ganz einfach und am schnellsten. Und dann denke ich, wir legen mal los. Und wenn du mich näher kennenlernen willst, geh doch einfach mal auf die Startseite oder Community. Da gibt es ein Porträt von mir, bisschen weiter unten. Und dann kann man sich vielleicht auch mal anschauen, was ich an Kanalmitgliedschaft biete. Extra habe ich mir da Sachen überlegt für euch. Einfach mal draufklicken und dann sieht man das auch. So, und jetzt basteln wir zusammen. Auch toll für und mit Kindern. So, was brauchen wir denn? Verschiedene Gläser, Marmeladengläser, Gurkengläser, was man so hat, nimmt man. Man kann nur alte Glasvasen nehmen, die müssen nur ein bisschen dicker sein, dickbandiger. Bänder, auch Paketband ist ganz toll, Filzband, Geschenkband, Wolle dicke, vielleicht Sisalen, Draht, Muscheln und, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Fische häkeln. Ich habe hier welche vorbereitet. Da gibt es ein extra Tutorial drüber. 3D-Fische, Seepferdchen, Leuchttürme und. Ganz einfach erklärt. Naturmaterial, vielleicht Rinde, Treibgut, wie gesagt, Treibholz. In Kleber, Heißkleber geht prima. Oder in Silikonkleber. Nur gucken, dass der Kleber auch durchsichtig, also klar ist. Eine Unterlage aus Backpapier eignet sich sehr, sehr gut. Das habe ich schon öfters gesagt, benutzen wir auch ganz oft wieder, weil da heftet nichts an, kann man ganz toll verwenden. Das Glas ist frisch gespült, die Aufkleber sind runter. Geht am besten, wenn man es in heißes, nicht kochendes Wasser einfach mal in eine große Schüssel legt, ein bisschen Soda drauf streut, das Waschsoda, was es da so gibt. Das ist das gleiche Waschsoda, was ich verwende, für Waschmittel selber zu machen. Das sind ja auch nur 3 Zutaten. Im Endeffekt, Waschmittel selber machen ist so easy. Soda, Olivenseife oder eine andere Seife, wie Kernseife, die sehr angenehm ist für die Haut. Wasser und wenn man möchte, seinen Lieblingsduft noch später hinein in das Waschmittel. Aber das muss halt auch dick gekocht werden, damit es länger hält und wirklich gut geht. So, aber wie gesagt, das ist dasselbe Soda, was man im Drogeriemarkt überall für ein Apfel und Ei kaufen kann. So, ein Glas Kleber, die Vorbereitung. Noch eine Idee von mir, wenn du Stricksachen hast, Pullis, Strickjacken, kann man ganz toll verwenden und als Bänder nehmen. Auch Socken, tolle Socken in Mustern und Farben lassen sich super schneiden und drüber hinziehen. Da habe ich jetzt noch mal einen. Wenn man Socken hat und schneidet sich dann Teile einfach ab und die kann man super drüber hinziehen
Und auch wenn die Maschen ein bisschen laufen, sieht trotzdem cool aus. Und wenn du tolle Farben hast, meistens ist ja nur noch einer da oder die Spitze ist kaputt und Kram, dann kann man das einfach drüber hinziehen und hat schon mal Deko. Meine Idee für euch, für Blumen ist das toll, für Vasen ist das toll, für Sträuße oder einfach als Manschette, wenn man Blumen verschenken möchte im Blumentopf und, und der Topf ist so hässlich. Einfach einen Socken genommen, schön, und den Fuß abgeschnitten, dann nur den Schaft, also das Beinteil verwandt und in Falten auch gelegt. Sieht toll aus. So, aber jetzt kommen wir zur Deko basteln und wie es das geht. Hier habe ich schon mal ein paar Beispiele gehäkelt. Das Tutorial gibt es auch schon. Das ist einfach aus dem Verbandskasten. Die Binde, die wird farblich gestaltet. Hier ist es ein Stück Filz und da ist es mit einer Klebetechnik. Ich nehme Strickstoff wahnsinnig gern, ob jetzt Socken oder anderes Strickteil, und schneide mir das immer so auf. Hier war so ein Ärmelchen, das passt über ein kleineres Glas. Das ist der Bund, den nehme ich natürlich auch, den kann man sogar über einen Korb machen oder einen großen Blumentopf. Ein Teil vom Socken kann man alles verwenden. Und die Farben passen halt dann auch super dazu. Ich greife einmal durch. Auch geringelte Socken, gerade für maritime Sachen, sind ganz, ganz toll. Ich habe euch auch dazu schon die schönen Kerzen gezeigt. Die Brennholzkerzen. Einfach Brennholz und mit Deko. Und da habe ich auch schon Teil verwandt hier von dem alten Polunder. Frisch. Und ich mache meine Kerzen das ganze Jahr draußen in verschiedenen Designs. Ja, dann kann man das auch gerne mal richtig dolle in Falten legen. Muss dann halt fixiert werden mit dem Kleber unten drunter. Guckt es euch erstmal an, wie es gefällt. Wenn da noch die Größe drauf ist, da kommt doch was drüber hin. Das kleben wir dann noch. Und in Falten sieht das auch ganz, ganz toll aus. Oben ein Spuckmand kleben. Ich finde das immer so unschön, wenn man den Rand sieht. Dazu kann man wieder, wenn man möchte, einfach drumherum, vorher Flüssigkleber unten drunter, den Rand wickeln. Oder man flechtet sich daraus wie ein Zopf und macht den drumherum. Finde ich am schönsten. Dauert ein bisschen, nur so richtig viel abgezogen, dann in Zopf, also 10, 12 Stränge in Zopf geflochten und drumherum geklebt. Macht richtig Spaß, sieht cool aus. Und das kann man auch mit einer dicken Wolle machen, flechten und dann ankleben. Ich habe mir jetzt auf einmal so 60 cm Stränge, also genommen. Übereinander hin und her. Jetzt klappe ich es einmal in der Mitte zu, mache meinen Knoten, schneide unten auf und flechte mir das Ganze. Schön locker. Und dann habe ich mein tolles Schmuckband. Maritim natürlich. Kann man toll häkeln, habe ich euch auch schon vieles gezeigt, allein schon die Einkaufstasche, den Beutel fürs Schwimmbad, fürs Meer, Schmuck, Untersetzer für heiße Töpfe zum Beispiel, da nimmt man den Faden doppelt und dreifach und häkelt dann und. Und solange wie ich jetzt geredet habe, schaut, ist es schon fertig.
So, und die Knoten sehen dann eigentlich aus wie Schiffsknoten oder so, ne? In der Deko kommt das ja auch immer wieder vor. So, letzter Verknoten. Die Länge ist ungefähr viermal so lang wie der Umfang von eurem Glas. So, dann klebe ich das dran. Heißkleber, Flüssigkleber, wie man mag. Die Knoten nach unten, so ein bisschen auseinander wie ein Kragen. Und dann geht es weiter. Und hier schneide ich dann auch noch auf, damit das passend ist. Gleichmäßig schneiden. Dafür ist die Unterlage wieder toll. Wenn jetzt Kleber drauf kommt, haftet es nicht an. Kann man es dann hochheben, ohne dass irgendwas kaputt geht. Absägen oder so. Und dann hat man wieder so eine Grundlage fertig. Und jetzt dekoriert man mit Sachen, die man hat, die einem gefallen. Vielleicht kann man hier als Grundlage mal in der Mitte ein dickes Harz machen. Dann kann man auch den Namen draufschreiben von jemandem oder als Platzkarte machen, wenn man kleine Gläser macht für eine Feier oder einen Glückwunsch draufgeschrieben. Und dann kann man da daneben, wenn man es maritim halten möchte, Muscheln kleben. Und wenn man es nicht maritim halten möchte, sondern mal ein bisschen frischer, Blumen und Schmetterlinge, was man so zu Hause hat zum Beispiel, ne? Kann man Schmetterlinge draufkleben. Ich bin noch bei den maritimen Sachen, weil das ganze Fest dafür ist so ein bisschen im maritimen Look, in Blau und Gelb und Weiß. Aber ich finde trotzdem immer schön, wenn Herzen damit im Spiel sind. Ja, oben möchte ich noch in den Zwischenraum noch eine Muschel kleben. So. Und dann kommen die Muscheln rundherum, vor allen Dingen über die Größe drüber hin. Ne? Und wenn man es dann auf dem Tisch hat, ist ja immer schön, wenn auch im Rücken sozusagen irgendwas noch Schönes ist. Kann dann auch noch auf der Rückseite vielleicht ein kleines Herz mit reinkleben. Die Streutüge gibt es überall. Ich kaufe die am liebsten beim Drogeriemarkt. Und dann überlegt man sich, reicht das schon oder möchte man noch ein bisschen was dazu haben? Euch überlassen, immer abwandeln. Und bei mir ist es immer nur eine Anregung und du setzt es um, so wie dir es am besten gefällt. Ne? Ich hätte vielleicht jetzt keine flache Muschel nehmen sollen, sondern Steckenhaus hier. Was eher aussieht wie ein Stern. Kriegen wir es noch runter. Yep. Dann nehme ich noch eine andere dazu. Aber halt auch mal verschiedene Farben. Ne, ist zu viel. Da oben auch nicht. Dazwischen, da mache ich die noch hin für die Rückseite. So, und dann, wenn man kein Teelicht nimmt, sondern normale Kerzen, die laufen gern aus, gerade in so Gläsern, dann bitte immer was reinmachen. Zum Beispiel weißen Kies. Ich habe da mir einen Sack gekauft im Baumarkt. 5 Euro und kann ewig was mitmachen. Oder Sand. Spielsand reicht vollkommen. Vogelsand. Was auch toll geht, sind Kaffeebohnen-Ganze, die du hast. Oder getrocknetes, gebrauchtes Kaffeemehl. Am besten trocknen auf dem Backpapier, was auf dem Backblech liegt. Immer mal wenden. Und wenn es richtig trocken ist, sieht das super toll aus als Unterlage und wieder Upcycling was gemacht. Milchreis, Reis geht auch, aber sind wieder Nahrungsmittel. Aber wenn man gar nichts hat, kann man das machen. Sonst läuft das Wachs aus und das kriegst du ganz schlecht wieder raus. Und dann ist eins wieder fertig.
Und durch den Kies sieht es jetzt halt auch noch mal ein bisschen noch mehr aus wie Strand, wie ein Steinstrand halt. Sand sieht auch toll aus. Und dann hoffe ich sehr, es hat gefallen. Du kannst es gut umsetzen mit mir basteln. Noch viel mehr passendes und auch andere Windlichter findest du am besten immer auf meiner Startseite kreativ-reich die Kekaplauderei. Aus oben eine kleine Leiste, da steht Playlist, anklicken und da findet man alles in Ordner geordnet, sodass man nicht wahnsinnig lange suchen muss. Häkeln, stricken, basteln, basteln für und mit Kindern, Gartenideen, maritime Ideen für jeden Monat des Jahres ganz besondere Sachen. Die große Winter-Weihnachtswerkstatt, Ostern, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Beton, Edelrostsachen, meine Edelrostfarbe und Edelrostdeko gemacht in Upcycling. Einfach mal inspirieren lassen. Dorfkindgeschichten, Rezepte und. So, und jetzt sage ich alles Liebe und bis wieder mal, eure, deine Kerstin. Schön gesund bleiben oder gesund werden und denk an die Kanalmitgliedschaft, da gibt es ganz besondere Ideen für dich von mir, auch zu finden auf der Startseite.